Archimedes hat's echt drauf gehabt. Vor über 2000 Jahren hat der alte Sizilianer schon gecheckt, warum Dinge im Wasser schwimmen. Eine Gummiente zum Beispiel. Die geht nicht unter, weil die von ihr verdrängte Menge Wasser viel schwerer ist als sie selbst. Und genau das sorgt für Auftrieb. Klingt alles logisch. Aber manchmal ist die Physik des Wassers ganz schön paradox. Zum Beispiel hier in diesen beiden Gefäßen. Die Menge des Wassers ist bei dem linken viel größer als bei dem rechten. Trotzdem ist der Druck, den das Wasser auf den Boden der beiden Gefäße ausübt, absolut gleich. Der hängt nämlich allein von der Höhe des Wasserstands ab und nicht von der Menge des Wassers. Auf den ersten Blick völlig unlogisch. Einige solcher Paradoxa sind schon lange bekannt. Und vor kurzem kam eines hinzu, das jeder kennt. Anfangs fließt das Wasser noch gerade in den Abfluss. Aber dann entsteht plötzlich ein Wirbel. Die Physik dahinter ist bis heute rätselhaft. Tatsächlich wurde sie erst vor einigen Jahren genauer untersucht. Von einem tschechischen Ingenieur. Und der hat etwas Erstaunliches daraus gemacht. Die Karlsbrücke in Prag bietet eine perfekte Aussichtskanzel auf das Wasser der Moldau. In dem Strom hat Miroslav Sedlacek schon viele Wirbel beobachtet. Aber über deren Physik hat der Ingenieur lange nicht nachgedacht. Bis zu dem Tag, an dem ihm Seltsames in solchen Wasserwirbeln auffiel. Ich habe beobachtet, dass Gegenstände wie Blätter, die in Strudeln schwimmen, sich zwar einerseits mit der Strömung bewegen, aber wenn sie sich am Rande des Wasserwirbels befinden, dann drehen sie sich gleichzeitig auch entgegengesetzt zur Strömung des Wirbels um ihre eigene Achse. Das erschien mir faszinierend und rätselhaft. Ich versuchte, die Beobachtungen zu analysieren und in meinem Kopf zu ordnen. Und so begann ich, mich diesem Prinzip zu widmen. Das Phänomen lässt den tschechischen Ingenieur nicht mehr los. Er ahnt, dass sich durch seine Entdeckung Energie erzeugen lässt. Auf völlig neue Art. Und deshalb versucht er, dafür Unterstützung von höchster Stelle zu bekommen, vom Rektor der Technischen Universität. Als ich von der Idee zum ersten Mal hörte, war mir klar, dass sie das Potenzial hat, das Verständnis von Energieproduktion in der Zukunft zu verändern. Es ist eine neue Perspektive, mit der wir die Möglichkeiten, erneuerbare, grüne Energie zu produzieren, erheblich erweitern können. Zusammen mit seinen Kollegen Jiří Novák und Václav Beran versucht Sedlacek, das Phänomen mathematisch zu erklären. Doch das ist schwer und gelingt nicht vollständig. Aber es wird klar, dass die Wissenschaftler einem neuen hydrodynamischen Prinzip auf der Spur sind. Und das erlaubt es, mit wenig Technik und nur kleinen Eingriffen in die Natur, die Energie des Wassers in elektrische Energie umzuwandeln. Dieses neue hydrodynamische Prinzip ist einfach. Man kann damit die Kraft des Wassers mit einfachen Mitteln ausnutzen. Und deshalb wird dadurch die Ökologie in einem natürlichen Fließgewässer auch nicht gestört. Wir können ökologisch absolut saubere Energie erzeugen. Und noch etwas wird klar. Das Prinzip funktioniert schon bei sehr kleinen Wassermengen und geringen Fließgeschwindigkeiten. So kann in Bächen oder sogar Kanälen Energie erzeugt werden. Mit herkömmlicher Technik ist das nicht möglich. Bei der Nutzung nur einer Anlage in einem Bach kann man wahrscheinlich so viel Strom erzeugen, dass 3 bis 4 Haushalte damit versorgt werden können. Alle Überlegungen und Berechnungen sagen, das Prinzip müsste funktionieren. Die Theorie in die Praxis umzusetzen ist aber nicht einfach. Es braucht unzählige Versuche und Rückschläge. Doch schließlich ist ein Prototyp gefunden. Sedlacek entdeckt nämlich,
dass der Turbinenschacht, der Stator, eine bestimmte Form haben muss. Und zwischen der Wand des Stators und dem hier roten Rotor darf nur ein kleiner Spalt sein. Nur dann versetzt das durchströmende Wasser den Rotor in Bewegung, die kaum zu bremsen ist. Rolling Fluid Turbine nennt Sedlacek seine neue Turbine. Er patentiert sie in Europa und den USA. Die Turbine funktioniert dadurch, dass sich der Rotor in dem Stator abwälzt. Deswegen heißt das Prinzip auch Abwälzungsprinzip. Der Rotor wälzt sich am Rand des Stators ab und dreht sich dabei gleichzeitig entgegen der Abwälzrichtung um die eigene Achse. Wasser fließt also durch den Turbinenschacht und durch eine schmale Öffnung am Rotor vorbei. Darunter verwirbelt es sich. Die Strömung des Wassers versetzt den Rotor in Bewegung. Er wälzt sich kreisförmig im Stator ab und dreht sich dabei entgegengesetzt um seine eigene Achse. Aus beiden Bewegungen lässt sich über einen Generator Energie erzeugen. Eine Stunde von Prag entfernt hat Miroslav Sedlacek einen Showroom eingerichtet. Hier befindet sich ein neuerer Prototyp der Rolling Fluid Turbine. Die Technik funktioniert nicht nur an Wehren, kleinen Flüssen und Bächen, sondern auch in Bewässerungskanälen und Pipelines. In Amerika wird die Erfindung schon verkauft. Dort wird sie als Strömungskraftwerk im Meer eingesetzt. Miroslav Sedlacek ist stolz auf seine Erfindung. Die Technik ist bereit, die Welt zu erobern. Vor allem könnte sie in entlegenen Gebieten und in Entwicklungsländern nützlich sein. Die Entdeckung dieses neuen hydraulischen Prinzips gibt mir persönlich ein sehr gutes Gefühl. Weil ich davon überzeugt bin, damit vielen Menschen helfen zu können, die vorher keinen Zugang zu elektrischer Energie bzw. Energie aus Wasserkraft hatten. Bis heute ist die Physik des neuen hydrodynamischen Prinzips rätselhaft. Sedlacek hat es zwar entdeckt, aber weder er noch irgendjemand sonst konnte es bislang vollständig erklären. Vielleicht bleibt das noch lange so, auch wenn die neuen Turbinen dann schon eine Menge Strom erzeugen.